Добрый вечер, дорогие друзья. Schönen Abend, liebe Freunde. Рад опять взаимодействовать со всеми теми, кто изучает живу и практикует здоровый образ жизни. Ich bin froh, euch alle zu sehen, vor allem die Leute, die das живо практицируют und eine gesunde Lebensweise pflegen. Я знаю, что Евгений занимается очень усиленно йогой, и все вы практикующие люди. Ich weiß, dass der Eugen auch verstärkt Yoga praktiziert. Wir sind eigentlich alle hier praktizierende Leute. Поэтому я сейчас хочу с вами поговорить о сердце практики живы. Deshalb möchte ich euch heute über das Herz bzw. über den Kern der Jiva-Praxis etwas erzählen. Мы сейчас с вами поговорим о схеме, которая позволит вам разобраться абсолютно со всеми эзотерическими практиками. Und ich werde euch heute ein Schema darstellen, welches euch möglich macht, mit ja, fast allen esoterischen Praktiken zurechtzukommen und sie zu verstehen. Все мы хотим быть здоровыми, счастливыми, успешными, гармоничными. Wir möchten alle glücklich sein, erfolgreich sein, in Harmonie leben. Ну и для того, чтобы мы такими стали, нам нужно понимать как бы самое главное, то есть понимать сердце, как работает энергия и почему с нами возникают трудности. Und um das zu verstehen, müssen wir eben die Prinzipien, die Ursprungsprinzipien verstehen, das Herz verstehen, wie alles entsteht, vor allem aber auch, wie vielleicht Probleme entstehen und Disharmonie entsteht. Я буду рисовать на доске, потому что это будет меня как бы приближать к вам, это будет такое некое живое общение. Und ich werde hier auf der Tafel gleichzeitig zeichnen und das wird mich euch näher bringen, dass die Unterhaltung dann ja lebendig aufgebaut wird. И прямо сейчас мы с вами рассмотрим энерготела человека и посмотрим, как они связаны с энергией Вселенной. Wir werden uns die Energiekörper des Menschen anschauen und auch darüber sprechen, wie sie mit dem Universum verbunden sind. Той энергии, которая в славяно-арийской традиции называется жива. Die Energie, die in der slawischen Tradition als Jiva bezeichnet wird. В других традициях она может называться там прана, ки, чи, ци или какими-то другими названиями. In anderen Traditionen nennt man sie vielleicht прана, ки, чи und mit anderen Bezeichnungen. Мы сейчас с вами будем рассматривать энерготела. Und wir werden die energetischen Körper uns jetzt betrachten und anschauen. Их значение и как протекает энергия. Die Bedeutung und die Wirkung, wie die Energie fließt. Я думаю, что все вы знаете, что у человека есть энерготела, тонкие тела его души. Und ich bin mir sicher, dass Sie alle darüber Bescheid wissen, dass der Mensch auch Energiekörper hat, also feinstoffliche Körper, beziehungsweise kann man dazu auch Körper seiner Seele sagen. Но большинство духовных систем или эзотерических систем, они ну, чуть-чуть не договаривают и не показывают их истинное значение. Die Mehrheit der geistigen Systeme bzw. der esoterischen Systeme sprechen das nicht ganz aus bzw. lassen bestimmte Details aus und ohne diese Details lässt sich das System schwierig verstehen. В нашей традиции принято говорить самое главное с самого начала. In unserer Tradition ist es üblich, über das Wichtigste auch ganz am Anfang zu sprechen. Итак, мы с вами пойдем по энерготела и по энерготелам и поймем, почему у нас возникают болезни, почему у нас возникают трудности, проблемы во взаимоотношениях и все те какие-то моменты, с которыми мы сталкиваемся. Und wir werden über die Energiekörper sprechen und daraus erkennen bzw. damit erklären, wie Probleme entstehen, Disharmonien verstehen, also ja, Beziehungsprobleme, Alltagsprobleme und so weiter. Krankheiten auch. И мы будем идти от самых тонких тел к грубому телу, к физическому. Wir werden von den feinstofflicheren Körper Richtung grobstoffliche Körper gehen. Все вы знаете, что у нас есть атмическое тело. Jeder weiß, dass wir den atmischen bzw. den Atma-Körper haben. Тело нашей души. Das ist der Körper unserer Seele. И вот именно на нем записано наше предназначение в этой жизни. Und dieser Körper, auf dem ist die Information über unser Schicksal und über unsere Vorbestimmung, also über die Bestimmung unseres Lebens. Когда мы говорим о предназначении, подразумевается, что мы рождаемся не просто так, а у каждого человека есть предназначение и его жизненный путь, который ему суждено пройти.
Und wenn wir über unseren individuellen Lebensweg oder über unsere Bestimmung sprechen, muss man verstehen, dass jeder einzelne Mensch von uns seinen eigenen Lebensweg hat und seine eigene Bestimmung hat. Если это сравнивать с игрой в шахматы, то можно представить себе, что мы входим в игру, и при этом каждый является какой-то фигурой. Кто-то ферзем, кто-то пешкой, кто-то еще кем-то. Und wenn wir das mit dem Schachspiel vergleichen, können wir uns das so verdeutlichen, dass wir ein Spiel beginnen und jeder sucht sich eine Figur aus und spielt diese Figur. Manche spielen halt Fürst oder Turm oder halt jeweils eine andere Figur. Наше предназначение во многом зависит от наших прошлых воплощений. Und unsere Bestimmung hängt auch davon ab, wie wir, also ist mit unseren vorigen Inkarnationen verbunden. Also, и наше прошлое воплощение определяет, кем мы в этой жизни можем стать и чего достичь. Наше предназначение. Наше прошлое воплощение определяет, кем мы можем. Und unsere vorigen Inkarnationen bestimmen, zu wem oder zu was wir hier in diesem Leben werden können. Но при этом надо понимать, что любая пешка может стать ферзем, если будет практиковать. Und wir müssen aber auch verstehen, dass jeder Bauer zu einem Fürst bzw. zu Königin werden kann, wenn man dann tatsächlich und richtig praktiziert. Предназначение человека проявляется его ценностями и мотивами. Und die Bestimmung des Menschen manifestiert sich in seinen Werten und in seinen Motiven. Ценности и мотивы, они связаны с нашим будхическим телом. Unsere Werte und unsere Motive sind mit unserem Buddhi-Körper verbunden. Я специально употребляю санскритские термины для того, чтобы мы не тратили время на славянские термины, а именно поняли суть. Ich verwende hier Sanskrit Terminologie speziell dafür, damit ihr das eher und richtig versteht, dass, damit wir die slawischen Bezeichnungen dafür nicht mehr ausführlich erläutern müssen. Имея свое предназначение, наше предназначение проявляется ценностями и мотивами. Wenn wir unsere Bestimmung haben, verwirklicht sich diese Bestimmung auch irgendwo durch unsere Werte und Motive. Возможно, вам кажется, что вы можете выбирать, чем вам заниматься, что вы хотите, что не хотите, но на самом деле ценности и мотивы, они прописаны в результате предыдущих воплощений. Und es mag für euch so aussehen, dass ihr für euch Ziele bzw. eure Werte und Motive selber aussucht, aber nichtsdestotrotz sind sie festgeschrieben irgendwo und durch unsere vorigen Inkarnationen bestimmt. Поэтому в результате предыдущей жизни кто-то, например, сегодня испытывает тягу к спорту и занимается спортом там 50 лет. Und das ist auch der Grund, warum jemand eben durch die vorigen Leben bestimmt so einen Bezug bzw. sich für Sport sehr interessiert und im Sport aufgeht und sein ganzes Leben Sport macht. А другой человек спортом вообще не занимается, только занимается бизнесом и никакого спорта. Und ein anderer Mensch dafür macht gar keinen Sport, der macht irgendwie Geschäft und Business und Sport interessiert ihn weniger. В предыдущих жизнях наши мысли, желания и действия. In den vorigen Leben haben unsere Gedanken, Handlungen und Motive. Они запрограммировали наши ценности и мотивы, которые проявляются именно в этой теперешней жизни. Haben unsere Werte programmiert und eben auch die Motive, die jetzt in diesem Leben an die Oberfläche kommen, also die wir mit uns bringen. Наши ценности и мотивы проявляются событиями и ситуациями, которые с нами случаются. Unsere Werte und Motive treten auch in Erscheinung dadurch, also was mit uns passiert, also dass bestimmte Situationen in unserem Leben auftauchen. Если человек ориентирован на бизнес, он будет идти на бизнес-семинары, бизнес-обучение, занимается бизнесом. Und wenn ein Mensch auf Business und Geschäft orientiert ist, wird er Seminare zu Geschäft, zu Business besuchen und sich für Wirtschaft interessieren und das auch erlernen. Если человек ориентирован на духовное развитие или спорт, он будет заниматься там духовным развитием или спортом. Und wenn einer auf geistiges Wachstum orientiert ist oder auf Sport orientiert ist, wird er eben entweder sich geistig weiterbilden und entwickeln, beziehungsweise eine Sportart sein ganzes Leben machen.
Таким образом, наши ценности и мотивы рождают наши события, ситуации, которые с нами случаются. Deshalb entstehen durch unsere Werte und Motive eben die Situationen und Ereignisse, die in unserem Leben stattfinden. И это кармическая оболочка, каузальная. Das ist der Kausalkörper beziehungsweise unsere karmische Hülle. События и ситуации всегда рождают у нас какие-то мысли. Die Ereignisse und Situationen gebären beziehungsweise schaffen bestimmte Gedanken. Мысли у нас могут быть и позитивные, а могут быть негативные. Wir können negative sowohl positive Gedanken haben. Соответственно, мысли могут нас усилять, а могут нас разрушать. Dementsprechend können uns Gedanken zerstören beziehungsweise aufbauen. Мысли – это ментальная оболочка. Die Gedanken, das ist unser Mentalfeld, beziehungsweise die mentale Hülle. Наши мысли потом проявляются нашими эмоциями. Die Gedanken manifestieren oder verwirklichen sich als nächstes in unseren Emotionen. Когда мы о чем-то думаем, у нас появляются эмоции. Wenn wir über etwas nachdenken, entstehen Emotionen bei uns. Эмоции – это у нас эмоциональная оболочка. Die Emotionen ist unsere emotionale Hülle. Еще ее могут назвать астральной оболочкой. Oder Astralkörper. Наши эмоции проявляются неким ощущением на коже. Unsere Emotionen treten in Erscheinung auch durch ein bestimmtes Empfinden auf unserer Haut. Нам может быть жарко. Es kann sein, dass wir Hitze fühlen. Ощущение холода. Oder ein Gefühl von Kühle oder Kälte. Неприятное ощущение, хочется сжаться. Unangenehmes Gefühl, man möchte sich zusammenziehen. Ощущение на коже. Also Gefühle auf der Haut eben. Соответствует эфирной оболочке. Entspricht dem ätherischen Körper. И после эфирной оболочки у нас есть ощущение в теле. Und nach dem ätherischen Körper beziehungsweise nach den Empfindungen dort haben wir Empfindungen so richtig in unserem festen grobstofflichen Körper. Ощущение в теле – это наша физическая оболочка. Und Gefühl im Körper ist unsere physische bzw. grobstoffliche Hülle. С центра мироздания к нам идет поток энергии жизни. Vom Zentrum des Universums, vom Zentrum des Seins fließt durch diese Schichten zu uns hindurch ein Energiefluss oder ein Energiestrom. Эта энергия дана нам для того, чтобы мы могли творить свою жизнь. Die Energie ist uns gegeben, damit wir unser Leben schaffen können, erzeugen können. И в том числе материализовать события. Und auch Ereignisse materialisieren können. На уровне камня мы с вами научились создавать материю, и поэтому создали свои кости. Auf der Ebene eines Steines bzw. Mineralienreich haben wir diese Erfahrungen gesammelt und deshalb können wir dann als Mensch unsere Knochen schaffen und bauen. Когда мы воплощались на уровне растений, мы благодаря этому научились строить свои мышцы, и теперь мы можем построить свои мышцы. Und als unsere Seele in der Welt der Pflanzen reinkarniert ist, haben wir die Erfahrungen gesammelt, um jetzt als Mensch Muskeln ausbilden zu können. На уровне животных, когда мы воплощались в животных формах жизни, мы учились эмоциям. Auf der Ebene der Tiere, als die unsere Seele in der Welt der Tiere reinkarniert hat, haben wir Emotionen zu empfinden gelernt. На уровне человека мы с вами учимся материализовать события. Auf der Ebene, на каком уровне? Мы прошли камень, растения, животное, теперь человек. На уровне человека учимся материализовать события. Okay. Und auf der Ebene des Menschen, wenn unsere Seele hier Menschenreich reinkarniert, lernen wir Ereignisse zu materialisieren. Еще в 1926 году. Noch im Jahr 1926. Нильсен Бор и Гейзенберг проводили эксперимент. Haben ein Experiment durchgeführt. И в результате эксперимента, физического эксперимента по физике, они доказали, что человек влияет на окружающую реальность. Und haben anhand eines physischen Experimentes bewiesen, dass der Mensch auf seine Realität einwirken kann. Одни люди хотели, чтобы была частичка фотон, и в результате эксперимента они видели фотон. Und die eine Gruppe von Wissenschaftlern wollten, dass das Photon ein Teilchen ist oder so, sich so wie ein Teilchen benimmt. Und es hat sich so benommen, also die haben ein Teilchen nachgewiesen. Другие верили в то, что
Свет – это волна, энергия. И они в результате эксперимента получили волну, энергию. Die anderen haben erwartet, dass das Licht eine Energie, eine Welle ist und haben auch als Ergebnis eine Welle bekommen. То есть получили два противоположных результата. Die haben zwei gegensätzliche Resultate gekriegt. В результате этого эксперимента было доказано. Und als Resultat dieses Experiments konnte man beweisen, что наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Dass der Beobachter auf das beobachtende Objekt wirken kann oder wirkt direkt. Если человек что-то представляет и наполняет этой энергией, он начинает это материализовать. Wenn der Mensch etwas sich vorstellt und das mit seiner Energie auffüllt, beginnt das zu materialisieren. И энергия жизни, энергия Вселенной идет ко всем живым существам. Und die Energie des Lebens, die Energie des Universums fließt zu allen Lebewesen. И здесь, на планете Земля, мы находимся в некой игре, божественной игре. Und hier auf dem Planet Erde befinden wir uns in einem Spiel, einem göttlichen Spiel. Ее можно назвать Майя, Лила или другими названиями. Man kann dieses Spiel als Майя oder als Лила bezeichnen. Ее можно сравнить с компьютерной игрой. Man kann das aber auch mit einem Computerspiel vergleichen. По результату предыдущих игр, als Resultat der vorigen Spiele, по результату предыдущих предназначений, und предыдущих als Resultat der vorigen, also Bestimmungen von jedem von uns, вы изначально получили определенный уровень здоровья. Habt ihr von vornherein einen bestimmten Level an Gesundheit mitbekommen? Воплотились в богатой или бедной семье? Wurdet in einer reichen oder armen Familie auf die Welt gebracht? И у вас есть, у всех нас есть определенный путь, который нам суждено пройти. Вот jeder von uns hat einen seinen eigenen Weg, den beschreiten muss. Этот путь можно назвать судьбой, можно назвать кармой. Diesen Weg kann man als Schicksal oder als Karma bezeichnen. На нем есть определенные испытания, которые нам надо будет пройти. Und auf diesem Weg gibt es bestimmte Prüfungen, die man bestehen muss. И энергия жизни нам дана для того, чтобы мы могли не только в материальном плане материализоваться, но и духовно-энергетически влиять на реальность. Und diese Energie wird uns gegeben, nicht nur damit wir materiell uns verwirklichen, sondern auch geistig evolutionieren, uns geistig entwickeln. Таким образом, нам дана энергия для того, чтобы мы жили очень долго, были здоровыми, счастливыми и гармоничными. So wird uns die Energie gegeben, damit wir lange leben, glücklich, harmonisch und gesund bleiben. Но вся проблема в том, что наше предназначение, оно находится в верхних оболочках души. Das Problem beziehungsweise der Hintergrund ist aber auch der, dass unsere Bestimmung auch auf den feinstofflichsten, also ganz tief in unserem Inneren sich befindet. И для того, чтобы понять свое предназначение, необходимо медитировать. Und seine eigene Bestimmung zu sehen, zu spüren, muss man meditieren. Но большинство людей, они не медитируют, а опираются только на логику. Die Mehrheit der Menschen meditieren jedoch nicht, sondern stützen sich auf ihre Logik. На какой-то холодный расчет. Auf eine kalte Berechnung. И поэтому с точки зрения логики им кажется, что что-то делать выгодно, и они это делают. Und aus der Sichtweise ihrer Logik heraus denken oder meinen sie, es ist etwas günstig zu machen oder es lohnt sich etwas zu tun und sie machen es dann so. На уровне логической мысли они формируют себе как бы новый путь. Auf der Ebene ihres logischen Denkens formen sie für sich einen neuen Weg. Но поскольку этот путь противоречит их предназначению, aus dem Grund, weil dieser von ihnen erdachte Weg gegen diesen eigentlichen Weg geht oder gegen diese Bestimmung ist, именно поэтому они начинают часто болеть. Beginnen sie oft krank zu sein? С ними случаются проблемные ситуации. Und irgendwelche Problemsituationen entstehen dann im Leben. И в конечном итоге они умирают. Und sie sterben letztendlich. И мы знаем очень много успешных людей, которые были финансово успешны, но умерли достаточно молодыми. Und wir kennen sehr viele Menschen, die finanziell zwar erfolgreich waren, aber dafür sehr früh gestorben sind. То есть они шли путем логики, но они не слушали свою душу. Sie sind den Weg der Logik gegangen, haben aber nicht auf ihre Seele gehört. Когда человек идет путем логики, у него время от времени случаются негативные события. Und wenn der Mensch den Weg seiner Logik folgt, entstehen dann negative Ereignisse in seinem Leben von Zeit zu Zeit. То есть вместо того, чтобы медитировать и чувствовать поток, понимать, что надо делать, он просто чисто логически решает.
Und anstatt zu meditieren, diesen Fluss zu spüren, diese innere Energie zu spüren, entscheidet er logisch und schlägt den falschen Weg ein. Именно поэтому даже самые правильные логические решения время от времени приводят человека к трудностям. Deshalb führen auch die logischsten und von ja gemeint richtigsten Entscheidungen führen hin und wieder beziehungsweise ab und zu auch oft zu Schwierigkeiten. Как это происходит? Wie passiert das? Например, человек, его душа пришла сюда для того, чтобы стать художником. Zum Beispiel ist die Seele eines Menschen hier auf die Erde gekommen, um ein Künstler zu werden. И в детстве он рисует, и у него хорошо получается. In der Kindheit malt er Bilder und das klappt bei ihm sehr, sehr gut. А потом человек в зрелом возрасте, например, решает, что адвокатом быть выгоднее. Und dann, wenn er erwachsen wird, entscheidet er sich, beziehungsweise, ja genau, entscheidet er sich, dass es günstiger wohl wäre, ein Rechtsanwalt zu werden. И что это принесет большую популярность и более материальный успех. Beliebter wird und viel mehr materiellen Erfolg erreichen kann. Если человек идет против пути своего предназначения, und wenn der Mensch dann gegen den Weg seiner Bestimmung geht, он испытывает стресс. Verspürt er Stress. И этот стресс целостную энергию жизни, живу. Und dieser Stress führt dazu, dass die Energie des Jiva приводит к тому, что она распадается. Also der Stress führt dann dazu, dass die Jiva-Energie zerfällt. Она распадается на Жи и Ва. Diese Energie, die ursprüngliche, zerfällt in das Жи und in das Ва. Или то, что еще можно там по-китайски назвать Янь и Инь. Oder was man auf Chinesisch als Yin und Yang bezeichnen kann. То есть она распадается на негативную активную часть. Sie zerfällt in zum einen einen negativen aktiven негативную пассивную часть. Genau, in einen negativen passiven Teil und in einen negativen aktiven Teil. Когда у человека в человеке произошел этот распад, und wenn in dem Menschen diese ja, Zersetzung, dieser Zerfall von Energie entsteht, он как магнит притягивает к себе негармоничные ситуации. Zieht er wie ein Magnet disharmonische Situationen an. То есть энергия хочет уравновеситься, поэтому она притягивает негативные ситуации. Die Energie möchte sich irgendwo ausgleichen, deshalb zieht sie negative Ereignisse an. И поэтому с человеком случается какая-то плохая вещь. Deshalb geschieht etwas ja Übles oder Negatives im Leben dieses Menschen. В аварию попал, разорился. Zum Beispiel ein Unfall oder irgendwie der geht bankrott. Семья разрушилась, как бы жена ушла или муж. Die Familie geht auseinander, vielleicht kommt zu einer Scheidung zum Beispiel. То есть все события, которые с ним происходят, они направлены на то, чтобы человек вернулся на свой оптимальный, самый лучший путь. Und die ganzen Ereignisse, die negativen, zielen dann darauf ab, dass der Mensch auf seinen positiven eigenen Weg, der eigenen Bestimmung zurückkehrt. Но поскольку человек этого не осознает, и он продолжает дальше логизировать, weil der Mensch das aber nicht erkennt und weiter seinem logischen Denken folgt, соответственно, негативно относиться, auch negative Gedanken hat und einen negativen Bezug zum Ganzen hat, этой ситуации, und negativ diese Situation betrachtet und bewertet, у него появляются негативные мысли, и это энергии еще более грубого уровня. Entstehen negative Gedanken und die negativen Gedanken sind auch die Energie von einer eher gröberen ja, Substanz. Негативные мысли – это распавшаяся энергия, становится еще более грубой энергией, негативными эмоциями. Und die negativen Gedanken werden dann zu einer gröberen negativen Energie, den negativen Emotionen. Негативные эмоции потом становятся негативными ощущениями на коже. Die negativen Emotionen, Moment. Die negativen Emotionen werden dann zu negativen Empfindungen auf der Haut. И вот негативные ощущения на коже в конечном итоге проявляются болезнью в теле. Und die negativen Empfindungen auf der Haut werden dann zu Krankheiten im physischen Körper. Люди с материалистическим сознанием думают, что тело болеет само по себе. Die Menschen mit einem materialistischen Denken denken oder ja, behaupten, dass der Körper von sich selbst aus krank wird oder ist. Микробы, бактерии, вирусы как бы заболевают тело. Denkt irgendwie an Mikroben, Bakterien, Viren, die den Körper krank machen.
На самом деле тело заболевает только тогда, когда в нем много распавшейся энергии. Tatsächlich beginnt der Körper erst Krankheit zu entwickeln, wenn er viel von dieser zerfallenen Energie hat. Это можно сравнить с тем, что мотор ломается, потому что в бензин добавили песок. Und das kann man damit vergleichen, dass der Motor kaputt geht, dass man in den Benzin auch Sand mit reinsteckt. И человек идет, например, и пьет таблетки для того, чтобы исцелиться. Und der Mensch nimmt dann irgendwelche Tabletten, Medikamente, um diese Krankheit auszukurieren. Медикаменты могут помочь вывести распавшуюся энергию из физического тела. Die Medikamente können helfen, diese zerfallene Energie aus dem Körper hinauszuleiten. Или, может быть, он занимается спортом, например, каким-то, для того, чтобы оздоровиться. Und er macht irgendeine Sportart, um dann gesund zu werden. Но очищение происходит только физической оболочки. Aber es geschieht lediglich eine Reinigung des physischen Körpers. А на эфирной оболочке, на астральной, на ментальной все равно присутствует распад. Auf dem Ätherkörper, Astralkörper und Metallenkörper geschieht dieser Zerfall jedoch weiterhin. И распавшаяся энергия постепенно продолжает огрубевать и опять идет к телу и опять возникает заболевание. Und die zerfallene Energie driftet dann langsam in gröbere Schichten und es kommt wieder zu einer Krankheit. Таким образом, если у вас есть заболевание, у вас есть распавшаяся энергия на уровне тела. So, wenn Sie irgendeine Krankheit haben, heißt es, dass Sie zerfallene Energie irgendwo auf der Ebene des grobstofflichen Körpers haben. Если у вас есть негативные эмоции, вы переживаете, стрессуете, это означает, у вас есть распавшаяся энергия на уровне астральной оболочки, эмоциональной. Wenn Sie negative Emotionen empfinden, Stress oder irgendwie hier durcheinander sind, heißt es, dass auf Ihrer astralen Ebene auch dieser Zerfall schon stattfindet. Соответственно, если у вас есть негативные мысли, это означает, что энергия негативно распадается на уровне ментальной оболочки. Und wenn Sie negative Gedanken haben, heißt es, dass diese Energie sich auf der Ebene des Mentalfeldes auch ja, zersetzt oder zerfällt. Если с вами случаются негативные повторяющиеся события, wenn mit Ihnen sich wiederholende negative ja, Dinge ereignen, значит, у вас идет распад на уровне событий и ситуации, каузальная оболочка. Heißt es, dass der Zerfall auch bereits auf der Ebene des Kausalkörpers, auf der Ebene der Ereignisse und Situationen stattfindet? Таким образом, перед нами стоит задача. Если мы хотим быть здоровыми, счастливыми, гармоничными, so steht vor uns die Aufgabe, wenn wir gesund, harmonisch und glücklich sein möchten, мы должны научиться очищать свои оболочки. Müssen wir lernen, unsere Körper und Hüllen zu reinigen? Мы должны научиться понимать свое предназначение. Wir müssen es lernen, unsere Bestimmung zu verstehen. Мы должны чувствовать и воспринимать, что хочет от нас Божественный мир. Wir müssen es lernen, zu fühlen und zu verstehen, was die göttliche Welt von uns möchte und erwartet. В ведической традиции принято считать, что мы являемся частичкой тела Бога. In der ведischen Tradition ja, nimmt man an, dass der menschliche Körper ein ja, Teilchen Gottes ist. Точно так же, как наше тело состоит из клеточек, und genauso wie unser Körper aus Zellen besteht, также и мы являемся частью более высшего бытия, более высшего разума. Bestehen auch wir aus Teilchen eines größeren Seins, eines größeren Bewusstseins. И поэтому перед тем, как с нами случаются какие-то жизненные проблемы или трудности, нам перед этим всегда сигналят относительно того, что мы идем не туда. Und bevor mit uns dann tatsächlich irgendwelche Schwierigkeiten passieren, bekommen wir Signale oder ja, Warnungen, dass wir uns auf dem falschen Weg bewegen. Если вы сейчас вспомните, когда вы сделали что-то такое, что не нужно было делать, у вас перед этим всегда какие-то были знаки, знаки окружающего мира. Erinnert euch bitte daran, vielleicht hat der eine oder andere so ein Beispiel, bevor etwas ja, Schlimmes mit euch passiert ist oder jeden falschen Weg gegangen seid, denkt daran, ob ihr irgendwelche Signale im Vorfeld schon bekommen habt, dass ihr das nicht tun sollt. Таким образом, система живы, то есть жива как энергетическая практика, und so dieses System, das Jiva als eine energetische Praktik, она учит нас очищать наши энерготела, чтобы становиться здоровыми. Lehrt uns, unseren energetischen Körper zu reinigen, um gesund zu werden. Она учит нас посылать энергию для того, чтобы материализовать события. Sie lehrt uns, die Energie dorthin zu lenken, um richtige Ereignisse zu manifestieren.
работать со своими эмоциями для того, чтобы владеть собой. Sie lehrt uns mit unseren Emotionen zu arbeiten, damit wir eine gewisse Selbstbeherrschung haben. Уметь читать знаки окружающего мира для того, чтобы всегда идти оптимальным, самым лучшим путем. Und das System lehrt uns auch die Zeichen der Zeit oder die Zeichen der Welt zu sehen, richtig abzulesen, um richtig auf unserem Weg zu gehen. И в конечном итоге практика живы переходит в практику живоярги. Und zum Schluss fließt die Praktik des Jiva in die Praktik des Jiva Yarga über. Как математика переходит в высшую математику. So wie Mathematik in höhere Mathematik übergeht. И поэтому живую живоярку можно использовать для того, чтобы быть здоровым, счастливым и управлять реальностью. Deshalb kann man das Jiva und das Jiva Yarga dazu verwenden, um seine Realität zu formen, um ja, glücklich zu sein, um also seine Realität zu lenken. Но на самом деле ее высшая цель – это привести человека к просветлению. Aber das höchste Ziel des ganzen Systems ist es, den Menschen zur Erleuchtung zu führen. Когда мы говорим о просветлении, очень важно понимать. Wenn wir über Erleuchtung sprechen, ist es sehr wichtig zu verstehen, что все, что мы делаем на Земле, мы делаем с целью как раз раскрыть, развить свои высшие энергооболочки. Dass alles, was wir hier auf der Erde machen, wir dazu machen oder machen sollten, um ja, unsere Körper und Hüllen zu entwickeln, um auch die höheren Ziele anzustreben. Подобно тому, как гусеница рано или поздно становится бабочкой, so wie eine Raupe früher oder später zum Schmetterling wird, только точно так же человек через много воплощений рано или поздно раскрывает верхние оболочки и становится просветленным. Und genau so wird ein Mensch durch viele, viele Inkarnationen seine auch feinstofflichsten Körper und Hüllen entwickeln und zu einem höheren Dasein übergehen. Достижение просветления можно сравнить с тем, как закончить университет и пойти на работу, стать свободным. Und das Erreichen der Erleuchtung kann man auch so verstehen, dass wenn man bei der Uni einen Abschluss macht, dann frei wird sozusagen und in die Arbeit geht. До того момента, пока мы не раскрыли верхние оболочки, мы будем рождаться, многократно воплощаться и будем страдать, попадать в проблемные жизненные ситуации und, до тех пор, пока не изучим законы мироздания. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere allen Körper und Hüllen nicht entwickelt haben, werden wir hier wiedergeboren und leiden und Problemen entgegentreten, bis wir alle Körper und Hüllen gut genug entwickelt haben, um eben ein höheres Dasein zu führen. И все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, главная их цель в конечном итоге привести нас к просветлению. Решая эти трудности, мы становимся более разумными и в конечном итоге приходим к просветлению. Und alle diese Schwierigkeiten und Probleme sind dazu da, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir lernen, damit umzugehen und lernen, diese Probleme zu lösen. Und das entwickelt unsere Körper und Hüllen. Опять же, когда мы говорим о раскрытии энергооболочек, und wenn wir über das Öffnen beziehungsweise über das Entwickeln dieser energetischen Körper sprechen, разные эзотерические системы можно сравнить как с разным уровнем обучения. Kann man die unterschiedlichen esoterischen Systeme mit den unterschiedlichen Leveln oder Ebenen der Ausbildung ja, bezeichnen oder vergleichen. Одним можно сравнить, что это обучение, как в школе, в первых классах. Manche esoterischen Schulen oder Lehren kann man damit vergleichen wie eine ja, Schulbildung in der ersten Klasse. Например, молись и кайся, ничего не объясняешь, молись и кайся, ты виноват, ты грешен, молись и кайся. Zum Beispiel bete und bereue die ganze Zeit, ohne großartig etwas zu erklären. Damit grenze ich halt die ganze Praxis ein und du wirst dann irgendwie etwas Besseres erreichen zum Schluss. Есть более высокие уровни обучения. Es gibt höhere Ebenen der Ausbildung. Это можно сравнить со средней школой. Man kann das vielleicht mit einer Mittelschule vergleichen. Где, например, люди там меняют свои мысли и образы. Wo die Menschen bereits an ihren Gedankenbildern arbeiten und diese kontrollieren. Чего-то там работают с энергией, набирают энергии. Arbeiten mit ihren Energien, versuchen Energien aufzubauen, zu akkumulieren. Магией какой-то занимаются. Betreiben irgendwelche magischen Praktiken. Но все равно они не поднимаются и не раскрывают верхние оболочки. Aber sie können dennoch nicht höher steigen und die oberen Körper und Hüllen entwickeln.
И поэтому точно так же время от времени болеют, страдают и находятся в процессе перерождения. Deshalb sind auch sie sehr oft krank, haben Probleme und befinden sich in diesem Kreislauf aus Wiedergeburt. Соответственно, задача живы в том, чтобы сделать вас здоровыми, счастливыми, богатыми, успешными. Dementsprechend ist die Aufgabe des Jiva, ist, euch gesund zu machen, erfolgreich zu machen und glücklich zu machen. Но при этом, чтобы вы понимали, что это просто фундамент, который нужен для развития души. Deshalb, aber nichtsdestotrotz müsst ihr auch verstehen, dass es ein Fundament ist für die Entwicklung der Seele. А конечная цель – это все равно просветление. Und das endgültige Ziel ist nichtsdestotrotz die Erleuchtung. Вот таким вот образом. So auf diese Art und Weise. При этом развитие тоже идет, как говорится, от грубых к тонким оболочкам. Die Entwicklung fließt dabei auch eher von den gröberen zu den dünneren Körpern und Hülle. Работая в потоке живы, мы постепенно очищаем энерготела. Wenn wir im Jiva-Fluss, im Jiva-Strom arbeiten, reinigen wir nach und nach die Körper und Hüllen. И приходим к развитию верхних энерготел. Und kommen dann zur Entwicklung der oberen Hüllen. И тогда у человека появляется то, что называется сверхвозможности. Und dann entstehen beim Menschen das, was wir als übersinnliche Kräfte bezeichnen. Но мы не считаем это сверхвозможностями. Wir sagen aber nicht übersinnliche Fähigkeiten dazu. Вот если гусеница, она ползает и кушает, например, листочки и видит бабочку, которая летает, то ей кажется, что бабочка – это сверхвозможности. Wenn eine Raupe dann auch wiederum ein Schmetterling beobachten könnte oder würde und sehen würde, wie der Schmetterling in der Luft fliegt und sich irgendwie von Nektar ernährt, würde das für die Raupe ebenfalls so sein, dass der Schmetterling irgendwie über übersinnliche Kräfte verfügt. А на самом деле это лишь результат развития. Tatsächlich ist es nur aber ein Resultat einer bestimmten Entwicklungsstufe. Таким образом, чем бы вы ни занимались, какой практикой, Deshalb, egal welche Praxis ihr betreibt, мы сейчас можем увидеть эти практики вот здесь, на этой схеме. Könnten wir diese Praktiken irgendwo auch in das Schema einordnen? Например, если вы занимаетесь только физическим телом, wenn Sie sich nur mit dem physischen Körper betätigen, или силовая йога, которая без медитации, so eine, ja, Kraft- oder Power-Yoga ohne Meditation, тогда вы только очищаете физическое тело. Reinigen Sie lediglich den physischen Körper. Если вы занимаетесь цигун, wenn Sie Qigong praktizieren, вы в основном работаете с эфирным телом. Beim Qigong arbeiten Sie hauptsächlich mit dem ätherischen Körper. Если вы делаете расстановки по Хеллингеру там или какие-то техники, где вы там плачете, эмоционируете, wenn Sie zum Beispiel Familienaufstellungen nach Hillinger machen oder irgendwie andere Praktiken, wo Sie viel Emotionen durchleben und viel weinen zum Beispiel, значит, вы прорабатываете свое эмоциональное тело. Arbeiten Sie dabei oder in dieser Art mit Ihrem emotionalen Körper? Если вы занимаетесь, например, NLP, то есть нейролингвистическое программирование, wenn Sie dann NLP, das neurolinguistische Programmieren, praktizieren, вы очищаете свою ментальную область, ментальную область. Reinigen Sie Ihre mentale Ebene, den Mentalkörper. Ну, возможно, вы занимаетесь Раджа-йогой. Vielleicht machen Sie auch Raja-Yoga. И тогда вы начинаете потихоньку развивать верхние оболочки. Dann entwickeln Sie nach und nach auch die oberen Hüllen. Но часто случается так, что когда человек занимается одной системой, es ist aber oft so, dass wenn der Mensch ein System benutzt und das verwendet, которая почему-то может быть нецелостной, und dieses System ist aus irgendeinem Grund nicht vollkommen, у него возникает так, ментальную оболочку прорабатывает, а эмоциональной на ней есть распады. Kann es passieren, dass sie die mentale Ebene gut durchpraktiziert hat und in Ordnung gebracht hat, aber auf der emotionalen Ebene trotzdem dieser Zerfall stattfindet? Или прорабатывает физическую оболочку, да, а у него на эмоциональной распады. Oder mit dem physischen Körper arbeitet, jedoch auf dem obergestellten Schichten oder Körpern und Hüllen trotzdem diesen Zerfall hat. К
Соответственно, для того, чтобы быть здоровым, счастливым, успешным, надо в целом прорабатывать эти оболочки. Um dann gesund, glücklich und erfolgreich zu sein, muss man ganzheitlich mit jeder Körper- und Hülle arbeiten. Как единую систему. Wie mit einem einzelnen oder zusammenhängenden System. И тогда возникает возможность быть здоровым, успешным. Dann entsteht die Möglichkeit, gesund und erfolgreich zu sein. Способствовать материализации тех или иных событий. Auch ihr Ereignisse materialisieren können. А самое главное, идти путем своей судьбы, путем своего предназначения. Und das Wichtigste, den Weg seiner Vorbestimmung gehen. Это означает пребывать в максимальном состоянии счастья, радости и гармонии, насколько das это возможно. Das heißt gleichzeitig, dass man sich in einem Zustand von maximalem Glück, Erfolg und Gesundheit befindet. Ну, когда мы говорим о живе, то мы делаем посвящение в живу. Und wenn wir über die живе Energie sprechen, über das живе System, sprechen wir aber auch von einer живе Initiation. И благодаря этому поток живы начинает течь более полно, более сильнее. Und dank dieser Initiation beginnt der живе Fluss lebendiger, stärker zu strömen. Посвящение можно делать очно, то есть вживую притрагиваясь к человеку, а можно сделать и на расстоянии. Diese Initiation kann man persönlich durchführen, wenn man den Menschen berührt und diese Praktik mit ihm direkt durchführt, aber auch auf Entfernung. Разницы нет никакой, и всегда это качественно и хорошо. Und es gibt keinen Unterschied und es ist in jedem Fall qualitativ gut und wirkungsvoll. Но тут главное начинать, заниматься. Das Wichtigste ist, dass man das aber auch dann praktiziert. Потому что даже если у нас есть волшебная палочка, но все равно ей надо махать. Weil auch wenn wir einen Zauberstab hätten, muss man trotzdem damit schwingen können. Я знаю, что многие из вас, есть те люди, которые проходили живу и практиковали ее. Ich kenne einige von euch, die bei mir bei den Jiva-Seminaren waren und diese Ausbildung genossen durften. Я надеюсь, они поделятся своими позитивными результатами. Und ich hoffe, sie können mit diesen positiven Resultaten hier teilen, beziehungsweise auch anderen darüber erzählen. Ну и поскольку мы планировали, что у нас будет наше занятие где-то порядка 90 минут. Und weil wir ungefähr 90 Minuten insgesamt heute eingeplant haben. Я предлагаю сделать практику, такую очистительную практику. Schlage ich euch vor, eine reinigende Praktik durchzuführen. Ну, поработать в общем канале, в общем потоке энергии. Wir arbeiten mit einem gesamten Kanal in der Gruppe, mit einer gemeinsamen Energie. Для общего очищения, оздоровления. Für eine gemeinsame Heilung, für eine gemeinsame Reinigung. Ну, а после этого, если у вас есть вопросы, я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. Und wenn Sie hinterher Fragen haben, werde ich gerne auf die Fragen näher eingehen. Если все готовы, можем начинать потихоньку. Und wenn wir alle bereit sind, dann können wir langsam anfangen. Есть готовность? Okay. Хорошо. У кого есть посвящение в живу, призовите поток живы. Wer die Einweihung in die Живакraft hat, ruft die Живакraft auf. Зову свет изначальный, матушка жива, приди. Ich rufe dich, das ursprüngliche Licht, Живамütterchen, komme zu mir. Сядьте так, чтобы ваша спинка была ровная. Setzt euch so hin, dass euer Rücken gerade ist. Позвольте расслабиться мышцам лица. Entspannt die Muskeln im Gesicht. Мышцам рук. Die Arme. Мышцам туловища. Entspannt die Muskeln des Oberkörpers. И прямо сейчас из своих стоп позвольте себе увидеть, как мы выпускаем бело-золотые корни. Und sieht oder stellt euch golden-weiße Wurzeln vor, die aus den Fußsohlen in den Boden schlagen. Как дерево, которое пускает корни, мы точно так же выпускаем свои энергетические корни. Diese Wurzeln bestehen aus golden-weißem Licht und wie ein Baum, der Wurzeln schlägt, schlagen wir auch aus den Fußsohlen dieselben Wurzeln, die tief in die Erde dringen. И они очень мягко и нежно идут к центру Матери Земли. Und ganz weich und sanft dringen diese Wurzeln bis zum Mittelpunkt der Mutter Erde. Позвольте себе на энергетическом уровне соединиться с центром Матери Земли. Lässt es zu, dass Sie sich energetisch mit dem Mittelpunkt der Erde vereinen. С ее ядром.
mit dem Kern der Erde, ее сердцем, mit dem Herz der Erde. И мы начинаем силой своей воли, силой своего желания как бы чувствовать и осознавать, как энергия в этом ядре, она крутится по солнцу, по часовой стрелке. Und wir beginnen zu spüren mit Hilfe unserer Willenskraft, mit den Hilfe unserer Absicht, dass die Energie im Mittelpunkt der Erde sich im Sonnenrhythmus, also im Uhrzeigersinn, sich bewegt und dreht. Позвольте себе увидеть бело-золотую энергию. Und sehen Sie die golden-weiße Energie im Inneren, которая начинает закручиваться по спирали, die sich in einer Spirale zu beginnen bewegt, und beginnt langsam hochzusteigen. Это огненная сила. Das ist die Kraft des Feuers. Или то, что еще можно назвать кундалини земли. Oder das Kundalini der Erde. Живо земли. Das Живо der Erde. И вот эта спираль бело-золотой энергии начинает подниматься все выше и выше. Und diese Spirale aus diesem golden-weißen Licht hebt sich oder dringt höher und höher. И очень мягко и нежно начинает входить в наши стопы. Und ganz weich und sanft dringt diese Energie in unsere Fußsohlen. Бело-золотой поток живой земли. Das golden-weiße Licht des Erdenergiestroms. Закручиваясь по спирали, очищает наши стопы. Indem es sich in einer Spirale dreht, reinigt unsere Fußsohlen. Наши голени. Unsere Waden. Поднимается выше, очищает колени. Dringt höher, reinigt unsere Knie. И прямо сейчас вы можете ощущать ощущение тепло, прохлады или какие-то необычные ощущения. Bereits jetzt können Sie vielleicht kühle Kribbeln oder eine Wärme spüren in den Füßen und Beinen. Или просто какое-то расслабление. Oder einfach nur Entspannung. Позвольте этому быть. Lasst es einfach zu. Мы работаем только на благо, на исцеление, на добро. Wir arbeiten nur zum Wohl, zum Heilung und für das Gute. Поток живы поднимается выше. Und der живо Strom geht weiter und höher. Закручиваясь по спирали, очищает ваши бедра. Indem er sich in der Spirale dreht, reinigt er unsere Hüften. Очищает таз. Reinigt er der Strom das Becken. Внутренние органы, die inneren Organe, поднимается выше, начинает очищать легкие, steigt weiter auf, beginnt die Lunge zu reinigen, плечи, die Schultern, руки, die Arme, поток живы поднимается еще выше, der Живо-Strom steigt noch weiter, и начинает очень мягко и нежно очищать нашу голову из середины, beginnt ganz weich unseren Kopf aus dem Inneren zu reinigen. Закручиваясь по спирали, очищает нашу голову. Dreht weiter in der Spirale, reinigt unseren gesamten Kopf. От страха. Von irgendwelchen Ängsten. Боли, неуверенности. Von Unsicherheiten, von Sorgen. И прямо сейчас эта спираль начинает расширяться, и она начинает очищать нашу эфирную оболочку. Und diese Spirale beginnt breiter zu werden und beginnt unseren Ätherkörper zu reinigen. Очищая нас и обволакивая как коконом. Sie reinigt uns und umwickelt uns wie in einen Kokon. Поток энергии ходит еще шире и начинает очищать эмоциональную оболочку. Und der Energiestrom wird noch breiter und beginnt unsere emotionale Ebene zu reinigen. Еще шире начинает очищать нашу ментальную оболочку. Und wird noch breiter, reinigt unser Mentalfeld, unsere mentale Hülle. И вот поток света начинает подниматься еще выше. Und der Lichtstrom steigt noch höher. Поднимаясь уже над нашей головой, ist bereits über unserem Kopf, открывая нам многомерное пространство, und öffnet das mehr, den mehrdimensionalen Raum, и мы начинаем подниматься своим сознанием в это многомерное пространство. Und wir steigen mit unserem Bewusstsein höher und höher in diesen mehrdimensionalen Raum. Мы поднимаемся выше и выше. Und wir steigen höher und höher.
Поднимаемся на уровень души и духа. Wir erheben uns auf die Ebene unseres Geistes und unserer Seele. Пятимерное пространство, шестимерное пространство. In die fünfte Dimension, in die sechste Dimension. Восьми, шестнадцатимерное. In die achte Dimension, in die sechzehnte. И мы позволяем себе подняться на уровень Божественного Духа. Und wir lassen es zu, dass wir bis an die göttliche Ebene steigen. Божественного света. An die Ebene des göttlichen Lichts. Изначального Духа Всего Сущего. Und dem ursprünglichen Geist alles Seins. И как лучик света возвращается к Солнцу. Und wie ein Lichtstrahl zurück zur Sonne kehrt. Как капля возвращается к морю. Und wie ein Tropfen zurück in den Ozean kehrt. Наша душа возвращается в этот безбрежный океан света. Kommt unsere Seele wieder in das unendliche Ozean aus Licht zurück. Безбрежный океан Божественного Духа. Das in den unendlichen Ozean des göttlichen Geistes. И мы начинаем подниматься еще выше. Und wir steigen noch höher. Мы поднимаемся на уровень звенящей пустоты. Und wir steigen bis zur Ebene der klingenden Leere. И на уровень непроявленного бытия. Und auf die Ebene des unverwirklichten Seins. И находясь на этом уровне, Und wo wir uns auf dieser Ebene befinden, давайте мы призовем Всевышнего. Lasst uns den Schöpfer anrufen. И попросим очистить наш дух. Und ihn bitten, unseren Geist zu reinigen. Нашу душу, unsere Seele zu reinigen, наше тело, unseren Körper zu reinigen, в этой жизни, in diesem Leben, в прошлых воплощениях, in den früheren Inkarnationen, в параллельных мирах, in den Parallelwelten. Мы как ребенок, который обращается к отцу или к матери. Wir sind wie ein Kind, welches sich an den Vater oder an die Mutter wendet. Призываем Всевышнего. Wir rufen den Schöpfer an. Своей божественной силой жизни. Mit unserer göttlichen Lebenskraft. Очистить нас от негативной кармы. Beziehungsweise mit seiner göttlichen Lebenskraft soll unser Karma reinigen. Которая проявляется негативными событиями, ситуациями. Das Karma reinigen, welches sich durch negative Situationen oder Ereignisse verwirklichen kann, которая проявляется негативными мыслями, welches sich auch durch negative Gedanken verwirklicht, негативными эмоциями, durch negative Emotionen verwirklicht, и так влияет на наше тело, und so auf unseren Körper wirkt. Здесь и сейчас мы открываемся для очищения. Und im Hier und Jetzt öffnen wir uns für diese Reinigung. Мы открываемся для новой жизни. Wir öffnen uns dem neuen Leben gegenüber. Более здоровой. Ein gesünderes Leben. Более успешной. Ein glücklicheres Leben. Сейчас, в этот день, когда солнце поднимается для нового творения. Und gerade an diesem Tag, wo die Sonne sich zur neuen Schöpfung erhebt. И начинает новый годовой круг. Und einen neuen Jahreskreis beginnt. Мы призываем Всевышнего, rufen wir den Schöpfer an, очистить нас, reinige uns, и наполнить своим светом, und füll uns auf mit deinem Licht, любовью и благом, mit deiner Liebe, mit deinem Wohl, чтобы мы могли понимать и осознавать свое предназначение, damit wir erkennen und verstehen unsere Bestimmung können. Пребывая на земле, могли пребывать в состоянии здоровья, счастья и успеха. Und auf der Erde weilen und dabei glücklich und gesund bleiben. Мы просим аннулировать, разрушить, освободить нас. Wir bitten uns zu reinigen, das Negative zu zerstören, zu null zu runterzumachen. Всех договоров нашей души, которые мы дали в прошлой жизни другим людям, что-то ограничивать. Alle
Verträge zu löschen, alle Versprechungen zu löschen, die wir in diesem oder früheren Leben anderen Menschen gegeben haben. Verträge, die uns irgendwo eingrenzen. Мы просим снять то, что мешает нам быть осознанными и идти путем наивысшего раскрытия своего высшего предназначения. Wir bitten, das aufzulösen, was uns stört, unseren richtigen und wahren Lebensweg zu gehen. Wir bitten, alles auszulöschen, was uns irgendwie eingrenzen kann, dass wir glücklich und gesund sind. И вот вы уже можете чувствовать, как идет уже поток сверху, бело-золотой поток. Und Sie können jetzt fühlen, wie jetzt auch von oben dieser Strom von golden-weißem Licht auf uns herabgeht. Мы одновременно в тонких мирах и одновременно в теле. Gleichzeitig in den feinstofflichen Welten und im groben Körper. В тонком мире вы можете почувствовать или услышать, что с вами общаются. In der feinstofflichen Welt könnt ihr hören, dass man sich mit euch unterhält. Что-то подсказывает. Sie hören Ideen oder Ratschläge. Объясняют. Sie hören Erklärungen. А на уровне тела вы можете почувствовать, что ваше тело прочищают, промывают. Auf der Ebene des Körpers können Sie fühlen und spüren, wie man euch reinigt und wäscht von innen. И во всем теле возникают ощущения тепла, пульсации или какие-то необычные ощущения. Und im ganzen Körper spüren Sie entweder kribbeln oder pulsieren irgendwie ungewöhnliche Empfindungen. Божественная энергия жизни прямо сейчас исцеляет нас. Die göttliche Energie heilt uns gerade jetzt in diesem Moment. Очищает и гармонизирует на всех уровнях. Sie reinigt und harmonisiert uns auf allen Ebenen. Помогая найти баланс между духовным и материальным. Sie hilft uns, das Gleichgewicht zu finden zwischen dem Geistigen und dem Materiellen. Мужским и женским. Zwischen dem Männlichen und Weiblichen. Активностью и пассивностью. Zwischen dem Aktiven und Passiven. Почувствуйте, что вас, как любимого ребенка, как любимое дитя, spürt, wie man euch wie ein geliebtes Kind, wenn ja, gut umsorgtes Kind, прямо сейчас наполняет любовью, man euch gerade jetzt mit Liebe füllt, легкостью и бодростью, mit einer Leichtigkeit, mit einer ja, Munterheit, и вы можете чувствовать это в теле, und Sie können das in Ihrem Körper spüren. Вершение, пульсации, необычные ощущения. Kribbeln, pulsieren, ungewöhnliche Empfindungen im Körper. Ощущения. Позвольте им быть. Öffnet euch diesen Empfindungen gegenüber, lasst einfach zu, damit sie im Körper ihre Arbeit verrichten. Божественная энергия жизни Творца прямо сейчас исцеляет нас. Die göttliche Energie des Schöpfers heilt uns jetzt gerade in diesem Moment. И мы стоим под этим потоком, как под водопадом. Und wir stehen unter diesem Strom wie unter einem Wasserfall. Позволяя раствориться, смыть всякому негативу, страху, боли, негативной карме. Wir lassen es zu, dass alles Negative sich auflöst und ausgelöscht wird, dass negative Karma, negative Emotionen und Informationen. Направляйте этот поток в какую-то часть тела, где у вас есть какое-то заболевание или трудность. Leite diesen Strom in irgendeinen Teil des Körpers, wo Sie eine Krankheit oder Unwohlsein empfinden oder Schwierigkeiten haben. Направляйте этот поток в ту сферу своей жизни, где у вас есть трудность. Leite diesen Energiestrom in die Sphäre ihres Lebens, wo sie Schwierigkeiten haben. И как солнце поднимается и растет для нового круга. Und wie die Sonne sich erhebt und so für einen neuen Kreis wächst. Так будет приумножаться ваше здоровье, спокойствие и счастье. Wird sich genauso eure Gesundheit, eure Ruhe und euer Glück vermehren. Мы сегодня встретились в волшебный день. Wir haben heute einen zauberhaften Tag begegnet. Когда соединяется Юпитер и Сатурн. Wo sich der Jupiter und der Saturn begegnen.
И есть возможность очистить свою карму. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Karma zu bereinigen. Выйти на новый вариант реальности, более eine neue Ebene, auf eine neue Variante der Realität rauskommen. И мы искренне открываем свое сердце Всевышнему Творцу. Und wir öffnen ganz ehrlich und wohlgesonnen unser Herz dem Schöpfer gegenüber. И готовы практиковать и развиваться. Und wir sind bereit zu praktizieren und uns weiterzuentwickeln. Для того, чтобы действительно исполнить свое предназначение. Um wahrhaftig unsere Bestimmung zu erfüllen. Пройти путем счастья и гармонии. Den Weg des Glücks und der Harmonie zu gehen. Который изначально нам предназначен. Die uns von vornherein oder von Anfang an auch eigen ist. Позвольте потоку энергии протекать. Lasst den Energiestrom durch den Körper hindurch fließen. Очищать ваши тонкие оболочки. Ihre feinstofflichen Körper und Hüllen zu reinigen. Ваши чакры. Ihre Chakren zu reinigen. Ваше физическое тело. Ihren physischen Körper. И те сферы жизни. Und die Sphären des Lebens. Которая нуждается в очищении и исцелении. Die auch einer Reinigung bedürfen und einer Heilung bedürfen. Я на некоторое время замолкаю для того, чтобы дать возможность поработать энергии. Ich bin für einige Zeit still und lasse die Energie arbeiten. Прямо сейчас вы можете почувствовать, как в теле нарастают какие-то необычные ощущения, приятные, гармоничные. Und gerade jetzt spüren Sie, wie diese Empfindungen auch stärker werden, im Körper anwachsen, diese angenehmen Empfindungen. Позвольте этому быть. Lasst einfach zu, dass es passiert. Мы открываемся свету, добру и благу. Dem Licht gegenüber. Если у вас есть какое-то напряженное место в теле, где есть боль, страх, обида или заболевание, помогайте, раскрывайте его изнутри наружу. Вот изнутри наружу раскрывайте его мысленным усилием. Wenn Sie irgendwo im Körper einen Ort oder eine Stelle spüren, die blockiert ist, vielleicht wo negative Emotionen oder Krankheiten sich festgesetzt haben, öffnet diesen Bereich, entfaltet ihn dem Licht gegenüber. И мы обращаемся к Всевышнему, мы обращаемся к энергии жизни. Und wir rufen den Schöpfer an, die Energie des Lebens. И просим, чтобы процесс исцеления продолжался. Und bitten die Energie und den Schöpfer darum, damit der Heilungsprozess Даже когда мы будем находиться в обычном состоянии. Auch wenn wir auch dann zum normalen Zustand zurückkehren. Чтобы с каждым вдохом, с каждым шагом. Damit mit jedem Atemzug und mit jedem Schritt мы могли становиться более здоровыми, wir gesünder werden können, целостными, ganzheitlicher werden и гармоничными. Und harmonischer werden. И мы начинаем опускаться своим сознанием в тело. Und wir kehren langsam mit dem Bewusstsein in den Körper zurück. Мы опускаемся, опускаемся. Und kommen noch weiter runter. И вот уже мы можем ощутить свое тело в полной мере. Und wir spüren unseren ganzen Körper in seiner Gesamtheit. Дух, душа и тело гармонизируются. Geist, Seele und Körper werden harmonisiert. Мы ощущаем себя здесь и сейчас на земле. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt auf dieser Erde. Но в то же время чувствуем, что процесс продолжается, он идет. Und spüren aber gleichzeitig, dass dieser Prozess besteht, also der wirkt weiter. И это прекрасно. Und das ist schön. Позвольте счастью, радости и гармонии войти в свою жизнь. Lasst die Energie, das Glück, die Harmonie in euer Leben treten. Позвольте себе стать волшебником и отказаться от ограничивающих мыслей. Erlaubt es euch, ein Magier zu werden, sich von eingrenzenden
begrenzenden Gedanken zu befreien. Прямо сейчас представьте те позитивные образы, которые вам нужны в вашей жизни. Und stellt euch gerade im Hier und Jetzt diese positiven Sinnbilder, die Sie im Leben benötigen. Исцеление. Heilung. Увеличение духовного и материального блага. Eine Vergrößerung des geistigen und materiellen Wohlstands. Очень ясно и четко представляем то, wir stellen uns sehr klar und deutlich das vor, что нам действительно нужно. Was wir tatsächlich nötig haben. И мы позволяем внутренне себе это получить. Und wir lassen es im Inneren zu, wir erlauben es uns, das zu bekommen. Почувствуйте, что вы прямо вот уже касаетесь вот этого, то, что вам нужно. Что вы владеете. Auch vor, dass Sie das bereits berühren und anfassen können, das, was Sie nötig haben. И мы обращаемся к Живе, говорим Живо самым простым и гармоничным образом. Und wir wenden uns wieder an die Живо und sagen Живо mit der leichtesten und harmonischsten Art und Weise. Материализуй. Материализируй, bitte. Мы говорим, что должно быть сделано. Und sprechen in unserem Inneren das, was gemacht werden muss. Четко представляя образ этого. Stellen uns das klar und deutlich vor. Пусть это произойдет самым благоприятным образом. Das soll auf der allerbesten Art und Weise passieren. Как для вас, так и для всех людей. Wie für Sie, wie auch für alle anderen Menschen. В нужное время, в нужном месте. Zu der richtigen Zeit und am richtigen Ort. Пусть будет так. So soll es sein. Переносим внимание на тело. Die Aufmerksamkeit ist wieder im Körper. Atmen aus, spannen alle Muskeln an. Благодарю свет изначальный. Ich danke dir ursprüngliches Licht. Благодарю живу матушку. Ich danke dir живо мытерchen. Благодарю божественные силы самого Всевышнего. Ich danke die göttlichen Kräfte und den Schöpfer. Всех, кто помогал нам. Und alle, die uns geholfen haben. Пусть будет мир между нами. Es sollen Frieden sein zwischen uns. Делаем вдох-выдох и открываем глаза. Atmen ein und aus. Öffnen die Augen. Ну и можете уже с открытыми глазами в обычном состоянии почувствовать, как прямо сейчас, может быть, по-новому ощущается тело. Versucht vielleicht jetzt auch mit offenen Augen zu spüren, wie der Körper sich auf eine andere Art und Weise anfühlt. Это прекрасно. Das ist sehr schön. Ну, на самом деле, занимаясь живой, как бы человек сам делает себе сеанс утром и вечером и, соответственно, с помощью потока живы разбирается со своими жизненными задачами. Ein Jiva-Praktiker macht das in der Früh und am Abend, lässt die Jiva-Energie durch sich hindurch fließen, arbeitet damit und analysiert selber seine Situationen und seine Ereignisse und versucht da positiv darauf zu wirken. Я уже рассказывал Евгению, что, ну, как бы я раньше часто приезжал в Германию, несмотря на то, что всегда я преподавал как бы по интернету, я по вебинары всегда проводил, но в Германию ездил лично. Ich habe es dem Eugen auch schon erzählt, ich habe sehr oft online unterrichtet in der Vergangenheit, obwohl ich dann nach Deutschland persönlich gekommen bin und in Deutschland persönlich einige Male unterrichtet habe. Поэтому очень просто и легко точно так же заниматься по интернету и точно так же качественно и хорошо обучаться. Es ist aus diesem Grund auch sehr gut und es funktioniert auch sehr gut auf Distanz über das Internet zu unterrichten, genauso praktizieren und die gleichen Ergebnisse zu erreichen.